Ich bin Solvay, bin 21 Jahre alt und mache hier meine Ausbildung zur Industriekauffrau. Ich bin Lasse, 18 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker bei Emser und arbeite im Werkzeugbau. Mein Name ist Rolf, bin 47 Jahre alt, bin hier bei Emser Produktionsleiter und verantwortlich für die Fertigung und Technik. Momentan bin ich im Vertrieb, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich mag es halt, den Kontakt mit den Kunden, und er ist sehr, sehr vielseitig, aber am besten hat mir das Marketing gefallen, weil man da einfach noch das Kreative mit drin hat und seinen eigenen Ideen einfach freien Lauf lassen kann. Ja, die Ausbildung bei Emser ist wie folgt aufgebaut. Die Auszubildenden durchlaufen verschiedene Abteilungen, zum Beispiel Qualitätsmanagement, den Werkzeugbau und die Instandhaltung, um dort tiefere Einblicke zu bekommen, die ich nachher für meinen Beruf benötige. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr entspannt und man versteht sich gut mit den Kollegen. Also am besten gefällt mir eigentlich, dass Emser so nah ist, dass ich da so viel mit anfangen kann und dass Emser mich quasi den ganzen Tag begleitet. Ja, ich würde die Ausbildung bei Emser auf jeden Fall empfehlen, weil man auch viel über Spritzguss und Kunststoffe lernt. Man bekommt schon in den ersten Wochen einen Mentoren an die Hand, der einen rumführt, der einem alles zeigt, der ja, sich einfach um einen kümmert, und man fühlt sich nicht alleine gelassen. Man hat das Gefühl, man kann alles fragen und ja, man fühlt sich sehr, sehr gut aufgehoben. Die Ausbildung bei Emser zeichnet aus, wir lassen die Auszubildenden sehr viel machen, holen sie auch früh in die Verantwortung. Und ist auch so, am Ende des ersten Ausbildungsjahres sind die auch schon in der Lage, selbstständig ein Werkzeug auf die Maschine aufzuspannen und auch bei einfachen Teilen Produktionsanlauf hinzubekommen. Emser steht für ein familiäres Klima und eine gute Ausbildung. Ich fühle mich auf jeden Fall gut vorbereitet für die Arbeitswelt, weil einem hier einfach sehr viel zugetraut wird und ich dadurch lerne, selbstständig zu arbeiten.